Hallo Frau Henskel. Guten Tag. Grüße. Wir sind jetzt hier am Stand von euch. Mhm. Reisend Schaf. Genau. Und euch zeichnet aber ganz was Spezielles aus. Also das Individualprogramm, was ihr habt. Könntest du uns ein bisschen was dazu sagen? Ja, wir haben Reisen in die ganze Welt. Ja. Grundlegend ist unser Schwerpunkt aber Richtung Afrika. Mhm. Wir haben das südliche und das östliche Afrika im Programm, also Namibia, Botswana, zum Beispiel Südafrika, Tansania. Und da können wir alles komplett maßgeschneidert machen. Von der Selbstfahrerreise, wo wir dann Mietwagen, Auto und Flug alles organisieren mit Unterkunft, ja, bis hin zu der Flugsafari oder mit privatem Guide. Also wir schneidern wirklich alles auf die Wünsche der Kunden dann zu. Also das ist dann nochmal ein spezielles, also ein spezieller Service, dass ihr eben auch eben die Guides vor Ort habt, also dass man so kleine Gruppen hat, die sozusagen individual geführt werden. Also das heißt, man hat eine kleinere Gruppe, die zeichnet natürlich aus, dass dann alle das Gleiche machen wollen. Ja. Und ihr bietet eben sozusagen den Service an, das heißt ein komplettes Paket dafür. Genau. Was fragen die Besucher hier am meisten ab? Also prinzipiell Namibia ist sowas, Namibia wird immer gefragt. Das ist ein Dauerbrenner bei uns, kann man sagen, weil man hat diese wahnsinnige Abwechslung aus Landschaft und Tiere und Südafrika. Das sind eigentlich so die, die immer gut laufen. Was aber auch immer mehr gefragt wird jetzt, ist Richtung Uganda, weil ein Besuch bei den letzten Berggorillas der Welt ist definitiv was sehr Besonderes. War ja in den letzten Tagen auch ab und an in der Presse darüber zu lesen. Der Erfolg für Sie, also Sie sind ja auch dieses Jahr zum ersten Mal dabei. Genau, ja. War das für Sie soweit in Ordnung? Ja, es ist eine sehr schöne Messe hier. Die Koblenzer sind alle wahnsinnig freundlich und es sind sehr nette Gespräche, die wir hier führen. Mhm. Und wir haben hier einen schönen Stand mit auch netten Kollegen drumherum. Und für uns ist die Messe bisher sehr erfolgreich, kann man sagen. Ja, dann danke. Bedanke ich mich und dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg damit. Dankeschön. Ihnen auch noch eine schöne Messe. Danke.